Harrow, der Schreckenswolf. Er war ein Verwandter der Schöpfer und hatte ihnen in den alten Zeiten in ihrem endlosen Krieg gegen die Vergessenen oft zur Seite gestanden. Okay. Warum haben sie sich bekämpft? Das weiß niemand. Wir können uns kaum noch an all ihre Namen erinnern, geschweige denn daran, wer den ersten Streich geführt hat, wer im Unrecht war. Fen Harrell war gerissen. Er konnte sich ohne Angst in beiden Götterclans bewegen und beide dachten, er sei einer von ihnen. Er suchte beide Seiten auf und erzählte ihnen, ihre Widersacher hätten eine schreckliche Waffe geschmiedet. Eine Klinge, die den Krieg beenden würde. Den Schöpfern erzählte er, sie sei im Himmel geschmiedet worden. Und den Vergessenen, sie sei im Schlund verborgen. Und als sich die Götter auf die Suche nach ihr machten, schloss er beide Clans für alle Zeiten in ihren Reichen ein. Somit ist jetzt nur noch er allein in der Welt übrig. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dalish den Untergang ihrer Götter nicht einfach nur zur Dekoration abbilden. Nicht wirklich. Nein. Dieses Schmuckstück wurde für eine Hüterin gefertigt, wisst ihr? Einen Clan vor dem Schreckenswolf zu beschützen, ist die Aufgabe einer Hüterin. Das ist ein wundervolles Andenken. Ich danke euch. Schön zu wissen. Ach, plus 15, das ist schön. Okay, und nun? Aha. Supi. Dann versuchen wir jetzt noch Gemlens größten Schatz zu finden. Machen wir mal langsam die ganzen Nebenquests fertig hier. Okay, Gemlen. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Was im Namen des Erbauers ist ein Wallop-Schlägel? Als ich das letzte Mal Wallop gespielt habe, war ich noch ein Kind. Aber mein Schlägel hängt immer noch an der Wand. Zumindest darin war ich wirklich gut. Schön, dass du in einer Sache gut warst. Okay. Tolle Info, sehr detailreich. Okay, dann mal ab zum Baum. Ist dieses heilige Baumdings, nach dem wir suchen, nicht hier im Gesindeviertel? Darf ich doch hoffen. Wir haben also den Baum gefunden, aus dessen Holz der Wallop-Schlägel geschnitzt wurde. Und nun? Wallop-Schlägel? Dann müsst ihr derjenige sein, dem ich diese Notiz geben soll. Diese Person ähnelt einem unterbezahlten Bordellweib, voller Freude, uns herumzuführen. Ich erhielt einige Münzen, um das der ersten Person zu geben, die nach Wallop-Schlägeln fragt. Leider trug der Betreffende eine Kapuze und es war dunkel. Ich konnte kaum etwas erkennen. Aber es war zweifelsohne ein Mensch, kein Irrtum möglich. Selbst mit Kapuze seht ihr alle gleich aus. Boah. Ein Lagerhaus? Ich lasse mich nur ungern durch die Gegend führen. Außer es ist eine Leine im Spiel, was hier nicht der Fall ist. Ah. Auf sowas stehst du also. Sowas. Okay, dann sollten wir vielleicht Anders nochmal reinholen. Denn zu dritt ist das ein bisschen dämlich hier. Na dann, auf geht's. Ach, Anhänger von Sie. Ach, lecker. Wir können nicht untätig zusehen, während Meredith die Grenzen mit jedem Schritt weiter überschreitet. Wir werden wieder einen Vicomte haben und Kirkwall heilen. Dieser Weg ist Irrsinn. Die Kommandantin wird uns alle umbringen. Ihr macht euch keine Ehre, Edgert. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater sind gefallen, als sie Kirkwall gegen Aggressoren verteidigten.
Okay. Meredith ist nichts anderes. Hawk, Lady Selbrech, mein Schwert gehört euch. Ich habe euch gewarnt. Okay, interessant. Zertierter von Witterfall, ich glaube, du hast Probleme mit deinen Eiern, kann das sein? Aber interessant, was Meredith da macht. Also wirklich. Da ist doch eindeutig ein Templer da, also mussten die doch was darüber wissen. So, da-dum. Ach, Mann. Ist bald mal fertig hier. Na los. Geschafft. Dieser Angriff wird ihre Überzeugungen festigen. Wenn die Zeit gekommen ist, könnt ihr auf unsere Hilfe zählen. Nehmt dies, zusammen mit unserem Segen. Na los, wir müssen hier weg, bevor sie noch weitere Angreifer schicken. Super. Das haben wir also geschafft. Der Adelsplan ist jetzt auch schon erledigt. Na dann, machen wir noch Gamlins größter Schatz und dann werde ich wahrscheinlich wieder eine Pause machen. Denn Gamlins größter Schatz dürfte auch nicht mehr so lange gehen. Ach, schon wieder die beeindruckende Statue, die total bescheuert aussieht eigentlich. Viel zu pompös für meinen Geschmack, also ehrlich mal. Jeden Tag strömen weitere Flüchtlinge hierher. Ja, schon wieder Gegner. Lecker. Dass die einfach in ihre Einzelteile zerfliegen, das ist schon beeindruckend. Okay, schon wieder welche. Mann, könnt ihr nicht mal zu Hause bleiben oder so? Hast du mich hier gerade angeschossen, du blöder Penner? Auch geschafft. Na dann. Ab ins Lager. Hoffentlich finden wir endlich mal diesen verdammten Edelstein. In einem Lagerhaus voller Fisch nach einer einzigen lausigen Kiste? Ja, das Lagerhaus sollen wir nach einer einzigen lausigen Kiste finden. Nun, das sind die Kisten, nach denen wir gesucht haben. Hier stimmt etwas nicht. Eine Falle! Okay. Alles klar. Wir haben gesiegt. Noch haben wir nicht gesiegt. Aber schon geschafft.
Okay, und was jetzt? Ach, wieder eine Nachricht. Sie sollten Gamlin also gefangen nehmen und in die Höhlen verschleppen? So fangen Schundromanzen immer an. Es ist Zeit, dieses Theater zu beenden. Genau, wir werden es auch beenden. Okay, irgendwelche Höhlen. Na, die werden wir auf der Karte auch hoffentlich gleich finden. Grob geschätzt, irgendwo hier. Okay, dann räumen wir ja auch gleich mal auf. Okay, hier sind Untote. Jetzt auch noch Spinnen. Mit Untoten kann ich ja noch leben, aber mit Spinnen? Jetzt. Jetzt. Okay, dann weiter geht's. Gamlin hat sich also nicht einmal dazu herabgelassen, selbst zu kommen? Ich hätte damit rechnen müssen, dass er euch schickt, Vetter. Ihr habt eine Base? Ich habe eine Base? Hat Gamlin das nie erwähnt? Ich natürlich nicht. Weshalb sollte er auch? Ich unterbreche diese rührende Familienzusammenführung nur ungern, aber wir haben noch etwas zu erledigen. Welt, was machst du hier? Meckel ist tot. Dieser Mistkerl hat ihn umgebracht. Was ist ein Meckel? Mein Bruder. Meckel war mein Bruder und ihr habt ihn getötet. Das ergibt doch keinen Sinn. Meckel sollte lediglich die Notiz überreichen. Dachtest du wirklich, wir würden sie nicht lesen? Wir wissen von dem Edelstein, Charade. Her damit! Ich lasse nicht zu, dass Meckels Tod umsonst war. Du hast deinen Bruder wegen eines dummen Edelsteins gegen Hawk antreten lassen? Ich sage dir was. Ich habe den Edelstein gefunden, aber du wirst ihn nicht in deine erbärmlichen Finger bekommen, Welt. Also schön. Dann eben auf die harte Tour. Ja, da sind wir doch schon Profis. Okay, Welt. Lalalala. Okay, Welt war wirklich kein Gegner. Da-da-dum. Ja, ist ein bisschen einseitig, dieser Kampf, also wirklich. Ja, vielleicht doch lieber erstmal den hier, der ist ja schon fast tot. So, sind wir nicht fertig? Anscheinend noch nicht ganz. Jetzt aber. Ihr seid im Kampf ziemlich hilfreich. Ganz anders als Gamlin. Gemessen am Kampf hätte ich euch auch nicht für seine Tochter gehalten. Das sollte ich wohl als Kompliment auffassen. Na, immer doch. Meine Mutter Mara
Sie hat Gamlin vor meiner Geburt verlassen. Er war so damit beschäftigt, den dummen Edelstein zu finden, dass er wohl nicht mal bemerkt hat, dass sie weg war. Sie hat mir erst vor ihrem Tod im letzten Jahr von Gamlin erzählt. Bis dahin wusste ich nichts von ihm. Wenn ihr das nächste Mal mit jemandem sprechen wollt, solltet ihr zunächst an die Tür klopfen. Oh ja, das klingt großartig. Ich stehe einfach auf der Türschwelle, sage, hallo, ich bin deine Tochter und alles wird gut. Ich wollte nur herausfinden, ich weiß auch nicht, wie weit er für etwas gehen würde, das er wirklich will. Und dann kommt er nicht mal selbst. Ich habe ihn mit dem Einzigen geködert, von dem ich geglaubt hatte, es würde seine Aufmerksamkeit erregen. Er hat durchaus seine guten Seiten. Ihr werdet überrascht. Wirklich? Was sollte ich eurer Ansicht nach tun? Ich denke, ihr solltet mit Gamlin reden. Weiß er überhaupt von euch? Ich bin nicht sicher. Ihr solltet ihm eine Chance geben, bevor ihr ihn endgültig abschreibt. Ich denke, das werde ich tun. Es hat sich als gut erwiesen, einen Vetter zu haben. Vielleicht wird es mit einem Vater genauso sein. Wir werden ja sehen. Aber ist das nicht schön? Wir haben eine Cousine. Okay, da ist schon wieder eine verschlossene Truhe. Ist da vielleicht was Wichtiges drin oder so? Nur eine hochwertige Streitaxt. Sauerei. Okay, wo sind wir hier jetzt schon wieder gelandet? Aber egal, Gamlin wird sich bestimmt freuen zu erfahren, dass er eine Tochter hat. Aber ob auch ein guter Vater wird, na, das werden wir sehen. Ihr müsst verstehen, dass das Ganze ziemlich neu für mich ist. Ich...